Lieblingsendspurt. Spielt man Theater, schon seit Jahren geht's auch mit Tombola. 300 Reise, die Hälfte jeden Tag, die noch zu verwechseln, das war wirklich stark. Die Theater AG, ja, die spielt immer schön, muss viel üben und probieren. Die Theater AG. Die zwei Großen tranken Schnaps und mussten auch am Stoßen. Ein Zuschauer meinte, was er was, muss ein Glas probieren, weiß jetzt nichts verschnappt. Die Theater AG, ja, die spielt immer schön. Ist nichts passiert, nichts passiert. Die Theater AG, ja, die spielt immer schön. Muss viel üben und probieren. Die Theater AG. Habe in meinem ganzen Leben nur unvernünftige Tat bekommen. Und wenn ich von deine vielen Mädchen dich zu heiern? In guten und in schlechten Tagen, hat der Pfarrer gesagt. Und er hat ja nicht versprochen, dass die gute Mäser werden. So! Ja. Das ist immer noch der alte, weil der Herr Müller meint, die Hilda, dass er weg und so meiner, kann er die anderen rumkommandieren und anders seine Pfeife tanzen lassen. Ja, aber Chefin, warum sagen Sie das? Ich kann gar nicht so schnell schaffen, um so viel Fehler zu machen, wie mein Chef mit mir Kreise tut. Wir müssen nur hier nicht so viel Staubwurf. Uns beschlägt ja schon die ganze Ware. Aber Staubwurfbirnen ist doch mein liebstes Hobby. Ach, wenn du so beschlagen bist wie einer Ware, dann will ich mich vielleicht noch mal umorientieren. Gott bewahre, wenn schon, dann suche ich mir was Junges, Knackiges. Das sind wir ja schon viel zu alt. Ah, der Herbst schon noch versuchlich da. Quatsch! Der ist besoffen die Wetzhaustreppe runtergefallen und hat sich das Genick gebrochen. Und ihre Freundin, das war der Schreiner, der Geiger Josef. Und er war mit ihnen nicht in Monum auf einer Vernissage, sondern auf Mallorca und war anschließend am A. Und so vorliges Gericht, wie ich bin, ist für dich, mein Süßer, viel zu scharf. Ja, ja, der schöne Töchterlein kann sich mit dem einfachen Geselle, wie ich bin, nicht äußern. Ich will mich zurzeit überhaupt kein äußern. Wahre Schönheit und Kreise mit Arge. Nur blind und gut verlassen müssen alles bedatschen. Ja, aber ein guter Teig entsteht aber nicht nur vom Begaffen. Sicher schon nicht. Ich verstehe dich nicht. Du könntest eine ganze Bäckerei haben. Und was machst du? Du wäschst an einer Etikett. Aber von mir, von irgendeinem Kunde, der Kopf gewaschen wird, also wasche ich doch lieber der hier. Und nachts will ich ausgehen und nicht in der Backstube eingehen. Ja, und ich steht gern fertig, wenn in der Backstube, damit ich endlich Feierabend machen kann. Und warum wir schnell fertig? Ja, weil unsere entzückende Verkäuferin, die Frau Karin Kabel, wohl ihr zu groß geratenes Hinterteil nicht aus dem Bett gewuchtet kriegt. Nee, ich bin zu Fuß wie immer. Warum fragst du? Ich hab bloß gedacht, du siehst so mitgenommen aus. Noch
heute schon geküsst, auch wenn es bis jetzt die einzige ist. Mitleid ist es, wonach ich dürste. Doch was erwarte ich von solch einer? Ich finde gerade keinen Reim auf Dürste, weil ich über die Folgen nicht wüsste. Willi, am besten ist, du vertilgst dein Frühstück und verschwindest dann ganz schnell. Ansonsten? Ansonsten lese ich schon die Schlagzeile im Echo. Künstler Willi Vogel vor dem nach Hause gehen heimgegangen. Was ist das getan, wenn du noch mal guckst? Und wenn du gestorben bist, dann kannst du dir dein Himmel in selber gießen. Dann brauch ich dich alle mehr. Was für eine temperamentvolle Nachbarin. Ja, die steckt ihr Nase in all die Dinge, die sie eigentlich gar nicht so geil. Nee, in der Oberstube. Was hältst du doch von Schwachsinn? Gibt's jetzt was zum Reparieren oder nicht? Ach, sicher, bei uns ist alle an zu reparieren. Willst du mit dem Backofen anfangen? Willst du überzeugen? Ihr wollt ja heute Nacht haben, ihr backen oder nicht? Ich prüfe nur die Betriebstemperatur. Trink du so lange mal einen Kaffee, der ist mir eh noch zu heiß. Ich kann den eh nicht trinken. Versicherung. So einfach ist es? So einfach ist es? Das werde ich dem schon beibringen. Papa, 600 da ist doch okay. Tausender, Kindchen, Tausender. Schließlich brauchen wir Leistung. Ich hätte schon so ein paar Modelle im Kopf. Lass uns das auf dem Weg besprechen. Zeit ist Geld. Geld mit Motorrad. Jetzt wird der Ofen kaputt und dies. Also mir wird's bald schlecht. Dann pass auf, sonst wirst du noch zum Streikbrecher. Und wenn es noch so weitergeht, da wäre ich noch zum Genickbrecher. Was für Aktion? Also ich habe gerade eine sonderbare Erscheinung gehabt. Und solange ich nicht weiß, was das zu bedeuten hat, halte ich das besser mal für mich. Also bei meinem Cousin hat die Schizophrenie auch so bekommen. Hab ich doch gewusst, dass du familiär vorbelastet bist. Auf alle Fälle bin ich jetzt ernährungsmäßig unbelastet. Ich mach Frühstück. Sieh,
wenn Sie mir einen Gefallen tun möchten. Hören Sie auf mit dem Reimen. Ich fühle mich veräppelt. Es liegt mir fern, Sie zu briskieren, da Sie mir aus der Ferne so nah sind. Wir kennen uns doch überhaupt nicht. Gestatten, Willi Vogel, bildender und lebender Künstler. Ja, das kann ich mir merken. Willi Vogel. Die einen Ja. Der Strom ist noch genug Leistung vorhanden. Also, bis jetzt hat es immer noch gereicht. Interessant. Versichern Sie eigentlich eine Gebühle? Ich kann Ihnen da ein Angebot machen. Das ist nicht schön, wenn Sie mir da ein Angebot machen wollen. Aber ich muss die Schmuckstücke erst einmal sehen. Sind Sie aber forsch? Herr Lieb, kann ich Ihnen mal Schmuckstücke schon zeigen? Oh, ich muss auch schon in die Backstube. Die hilft Ihnen nicht davon. Aber ich vielleicht schon, wenn ich ein anderes Angebot erhalte. Man ist doch nie versichert. Aber Sie haben doch überhaupt noch nicht alles gesehen. Ich hab viel zu viel gesehen. Ich verzichte auf den Vertrag. Und sowas, wenn Sie stillst, wie sieht man jetzt aus? Krieg ich den Schaden jetzt ersetzt oder muss ich meinen Versicherungsvertreter ersetzen? In Anbetracht der Erheblichkeit des Schadens bin ich mir sicher, dass die kausalfaktisch relevanten Investitionen neutralisiert werden. Wenn du nicht bald Deutsch mit mir sprichst, dann werde ich deine Kauschade faktisch neutralisieren. Aber das deckt doch die Versicherung gar nicht ab. Das ist mir egal. Wie läuft das jetzt ab, du? Also, ich gebe die Bilder und den Bericht ab. Aha. Sollte der Schaden unter 10.000 Euro liegen, dann kann ich dir eine sofortige Zahlung zusichern. Und wenn der Schaden größer ist, dann werden wir uns vor Gericht streiten. Franz, du weißt doch, die Gerichte arbeiten so langsam. Wenn der Schaden hoch genug ist, dann soll es dein Schaden nicht sein. Wie hoch schätzt du den Schaden? Wenn wir die alten Teile wieder ausschrauben und nur die Technik im Vordermund bringen müssen. Also so um die 1.000 Euro. 2.000 verdiene ich, wenn du mir eine Rechnung über 10.000 besorgst. Aber Franz, wie soll denn das gehen? Wie soll ich denn das machen? Das will ich gar nicht wissen. Du fandest so gespannt, das ist ich. Aber ich... 2.000. Bar auf die Hände und mein vollstes Vertrauen in deine Person noch dazu. Ihr vollstes Vertrauen, Sandras Brunchen, werden aus plumpen Frauen eine neue Engelschar entstehen. Jetzt aber mal langsam. Betitelst du mich etwa als plumpe Frau? Frauenleibern ich zwei Engel heraus schon sah. Die eine konnte ich und die in dir schon finden und auf dem Bild wirst du die Schwerkraft überwinden. Nicht nur auf dem Bild, Willi, auf der Landstraße. Willst du die Reine dich enthemmt auf der Landstraße zeigen? Nicht nur zeigen, Willi, ich werde gerade so hin und her flitzen. Kind, das kannst du nicht tun. Wie soll ich dich schützen? Willi, ich kann mich schon selber schützen. Es gibt doch Schutzkleidung. Aber Kind, sei doch besonnen. Der Ruf von dir und deinen Eltern steht auf dem Spiel. Glaube mir, das ist zu viel. Willi, sei doch nicht so altmodisch. Heutzutage ist es ganz normal. Was? Normal? Auf der Landstraße sich preisgeben?
Mir verschlägt es den Reim. Fili, ich find's echt putzig, dass du dich so um mich sorgst. Aber ich werde doch schon vorsichtig dran gehen. Das verspreche ich dir. Ich glaube, Fantasie hast du nicht unrecht. Welch selten Verstand in dir wohnt. Das bin ich gar nicht gewohnt. Ja, mit der Schaffenskraft der Fantasie wird aus dem kaputten Backofen meine neue Mobilität. Wenn dies gelingt, ihr werdet sehen, werden aus plumpen Frauen eine neue Engelschar entstehen. Jetzt aber, Mulan. Nee, uoständische Sache mache ich nicht mit. Ich meine doch eine Treppe. Eins? Ja. Hey, da schon zwei. Zwei und eben oben. Und dann fliegt euch die Identität auch sofort und die Männer rennen zu Fuß. Nein, weil meine Fähigkeit, wenn die Herren überzeugt. Und bleib bei zwei Männern. Gleichzeitig oder hintereinander? Hinter noch im Online, so wie sich das gehört. Bei manchen Rätseln liegt die Lösung ganz nah. Bleib
Ein dummer Applaus vom Leitner. Ich bin noch schwarz von einem Tag. Ja, du bist von meiner Zuwendung gezeichnet und mit deiner Frau auch geschmiert. Da! Da hast du's! Was soll ich denn da damit? Mit dem geht das wie mit mir. Da kannst du dir die Zeitrohr ausbeißen. Da! Da hast du! Wollte mal die Erden abnehmen, bitte. Kann ich da mal ein bisschen hier hochschmeißen? Es ist ein schweres Gut, wenn sie auf meinen Schultern ruht. So, alles fertig. Fehlt nur noch die Bezahlung. Willi, gehst du unter den Gerichtsbauer? Eine Halterung für das Mammutwerk ruht auf den Schultern von mir, armen Zwerg. Sag bloß, du hast so ein großes Bild von deinen Damen gewohnt. Der Akt voll ausufernden Leibern lässt Aug und Dimension erweitern. Die sind ja auch schon aber nicht nackt gemalt, oder? Wie soll des Künstlers Hand verlieren? Was das Werk bringt, sanft zum Zieren. Aber Willi, das geht doch nicht. Da gibt es weder Lamentieren noch Genieren. Du kannst doch das unschuldige Mädchen nicht so nackt ausstellen. Unschuldig! Ich sage nur, Landstraße, heiß und Laster. Ich glaube, das erfasst er. Hey Kuno, Willi, alles fit? Der bestimmt nicht mehr. Der will dich so nackt ausstellen. Und hast du uns nicht gut getroffen? Der Stuhlfall! Habt ihr gesehen, was heute Nacht hier ist geschehen? Ja, wart ihr so bekifft, dass ihr nichts mehr wisst? Der Unzuchtzeuge bin ich, wie wahr. Kein Mensch wird mir glauben, was hier geschah. Mensch, Kuno, ist das toll! Ich soll nicht hören, was ich nicht hören soll! Zuerst das Geld und dann der Jammer. Sandra, ich will dich glücklich machen. Nun hört endlich auf mit diesen Sachen. Willi, beruhig dich doch. Um jetzt das Geld, versuch's mit Tablette. Was geht es dich an, ob es noch geht? Ich suche einen Menschen, der mich versteht. Willi! Mit dem netten bisschen zu mir kommen, ich kann so verständlich sein. Zum Teufel, lasst ihr mich sein. Mensch, Willi, hast du einen direkten Draht? Schließ das Fenster, Schlange, ich widere Verrat. Selbstverständlich. Auf geht's, wir schauen. Hier stehe ich nun, ich armer Tor. Eine darunter, einer davor, zwei beim Schrauben. Ich kann es nicht glauben. Das mit seiner künstlerischen Wärme erfüllt. Was ist denn mit Ihnen passiert? In tiefster Sanftmut habe ich mit verklärten Augen das Glück gesehen. Ja, noch 10 Bier und 10 Schnips, da ging's mir auch schon so. Menschen gesehnt, der die Schritte ihrer Gedanken begleitet und das Ziel mit ihnen teilt? Doch schon. Aber die eine hat zu langsam gedenkt und die anderen sind zu schnell gekommen. Ja, letztendlich war es immer ein Ziel im Alleingang. Aber Sie sind doch ein so tatkräftiger Mann. Und stark.
Ich würde sagen, ein richtiger Leitwolf, ein Alpha-Tier, dem eine schutzsuchende Frau doch gerne folgt. Ja, ja, so sind die Frauen. Suche sich einen Leitwolf, den sie anstehen hatte, und nee, ich habe doch in die 3Z-Regel gewechselt. 3Z? Ja. Ziele, Zeit und Zärtlichkeit. Ziele, Zeit und Zärtlichkeit. Oh, das muss aber jetzt schön sein. Zeit, oh, Zeit, ich muss mich ja noch umziehen. Bis gleich. Welch wundersame Wandlung. Kuno, gell, Kuni? Achtung, gell, Kuno, Pornografie nicht mit den Augen, sondern mit dem feurigen Geist der zarten Erotik. Also, meine Damen und Herren, machen Sie sich bereit. Wir enthüllen das neueste Werk des von uns allen hochgeschätzten Künstlers Willibald Vogel. Etwas mehr in den Vordergrund. Der Akt, meine Herren, fassen Sie bitte mal mit an. Der Akt. Fünf Damen mit Bank im Sturm der Gezeiten. Der Kunst ist Schönes zu gestalten, um uns anzuregen und uns zu unterhalten, den Blick vom Alltag abzulenken, um uns und euch ein wenig zu beschenken. Sollte dies gelungen sein, lasst uns noch ein wenig zusammen sein. So bleibt mir hier nun ganz zum Schluss an alle einen herzlichen Gruß. Hab Dank für euer Kommen. Wie schnell ist doch die Zeit verloren? Hier im Selbstsport spielt kein Theater, schon seit Jahren.
die zwei Dosen, Blanken Schnaps und Dosen auch auf Schoßen. Ein Zuschauer meinte, was er was, muss dein Schnaps probieren, weiß jetzt nichts verschafft. Ist nichts passiert.